Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ja, im letzten Part haben wir ja schon einiges bei der Burg geschafft. Wir haben zum Beispiel das kleine Häuschen hier unten eingerichtet und auch hier hinten den Pferdestall und die Werkstätten. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist, ja, mein Schlafzimmer, die Küche dazu und das Bad. Und ich würde sagen, dass wir uns das jetzt heute auf jeden Fall vornehmen. Ich starte also rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und ich hoffe natürlich, euch gefällt es am Ende. Leute, ich bin fertig mit dem Schlafzimmer und ich finde es mega geil. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken uns das ganze Spektakel an. So, was natürlich auf den ersten Blick auffällt, ist hier das Bett, was ich auf eben so eine Bühne gestellt habe. Ich habe hier diese kleinen Blumenschalen. Ich glaube, die habe ich irgendwann mal irgendwo freigeschaltet. Und auf den Bühnen befindet sich dann natürlich das Bett. Können uns ja mal hinschillen und dann mal auch von hier gucken. Nebendran habe ich dann noch zwei Statuen gemacht, die natürlich auch diese Blumenschalen um sich haben, genauso wie die Banner, die da hängen. Und
Genau, habe dann auch noch Blumen hingestellt. Hier habe ich dann quasi meinen Schreibtisch hingemacht mit natürlich Notizen, weil als Herrscherin meiner Burg muss ich natürlich auch viel schreiben. Für guten Duft ist auch gesorgt. Hier sind dann eben noch zwei, ja, Aktenschränke, kann man es nicht nennen, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich alles immer mit diesen Vorhängen, weil die einfach luxuriös sind und zu so einer Burgenprinzessin passen. Hier haben wir dann noch eine Harfe für etwas Unterhaltung. Dann geht es hier weiter hinter dem Paravent mit dem kleinen Ankleidezimmer. Gut, hier müsste ich vielleicht noch irgendwelche Rüstung reinpacken, aber jetzt habe ich gerade keine schicke da. Natürlich auch wieder hier mit zwei Kleiderschränken. Ja, das war es mehr oder weniger schon mit dem Ankleideraum. Was haben wir dann noch? Natürlich auch einen Kamin mit zwei Sitzgelegenheiten und der Torte zum 5. Geburtstag, die man ja leider nicht auf einem Tisch platzieren kann. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Aber so kann man sie vorm Kamin genießen. Genau, und das mehr oder weniger ist dann schon mein Schlafzimmer. Ich finde es ganz geil und gemütlich. Ich glaube, ich würde da sogar selber einziehen. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und dementsprechend machen wir weiter, ich schätze mal, mit dem Badezimmer. Ja, Leute, ich bin fertig mit dem Bad. Von hier kommt man ja runter vom Schlafzimmer. Und jetzt habe ich leider gerade keine Fackel. Machen wir es schnell so. Hier habe ich jetzt noch einen Raum, der unbenutzt ist. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was wir daraus machen sollen. Sollen wir daraus vielleicht so eine Art Wohnzimmer noch machen? Oder fällt euch sonst noch irgendwas Cooles ein, was wir mit dem Raum hier machen können? Ich habe nämlich tatsächlich das Bad hier quasi eingesperrt, denn der Raum wäre sonst zu groß gewesen für ein Bad. Und wir gucken es uns jetzt mal an. Einmal Tür zu. So, und das hier ist mein fertiges Bad. Hier habe ich mit dieser Badewanne gearbeitet. Die hat, glaube ich, auch nicht jeder von euch. Und klar, sie passt jetzt vom Stil her nicht ganz so geil dazu, genauso wie die Toilette. Weswegen ich versucht habe, das ein bisschen zu covern mit den orangenen Fykos-Dingern. Ich glaube, es ist ganz chillig geworden. Wenn jetzt die Pflanztöpfe noch ein bisschen eine andere Farbe hätten, wäre es natürlich geiler. Wir haben dann hier oben zwei Sitzgelegenheiten, wenn man sich ausruhen möchte. Und natürlich kann man hier auch trinken in der Badewanne. Hier natürlich ganz einfach das Klo mit Lesestuff, wie beim anderen Haus auch. Und hier haben wir zwei Waschbecken. Ich habe dann hier eben mit diesen Bardingern gearbeitet, dass man da auch was drauflegen kann. Das finde ich, sieht ein bisschen besser aus mit den Wandregalen. Und ich sehe gerade, ich habe das aus Versehen falsch rum hingestellt. Aber ja, genau. So ist auf jeden Fall jetzt das Bad. Ist jetzt nicht ganz so viel Schnickschnack wie im Schlafzimmer, aber auch hier muss ich sagen, gefällt es mir im Prinzip schon wirklich recht gut.
Ja, Leute, ich chill jetzt hier gerade ein bisschen in der Badewanne ab und sag euch an der Stelle tschö mit Ö. Danke, dass ihr wieder dabei wart hier beim Bau von Schlafzimmer und Badezimmer. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann, bye bye.